Tatjanas Umzug nach Berlin steht an. Für Dennis verlässt sie ihre Heimat Oelde und ihre Mutter. Wenn Tatjana bleibt in Berlin leben, dann für mich ist ganz normal das. Weil eine Frau muss da sein, wo ihr Mann lebt. Ich habe dann wohl meine Koffer gepackt, konnte nachdenken und freue mich aber auch schon sehr, dann Dennis wiederzusehen. Ich freue mich wahnsinnig auf Berlin. Bin sehr gespannt, was er alles für mich geplant hat, weil ich das Gefühl habe, der hat so viel mit mir vor in Berlin. Also ich sehe derzeit sehr, sehr positiv entgegen und freue mich drauf. Jetzt sieht sie auch Berlin, jetzt muss ich auch arbeiten, jetzt sehe ich auch den Hund und wird alles jetzt auch wieder eine Menge auf uns zukommen, erstmal die nächsten Tage. Aber sie ist ja halt meine Frau und jetzt gehen wir das gemeinsam durch. Ach, das schön. Das tut dir nicht. Hi. Hi. Hallo. Zwei Tage. Ja. Gut riechst du. Danke. Gut siehst du aus, wie immer. Ja, danke. Hi, Bruno. Hi, das ist Bruno. Danke, Bruno. Tatjana hat Hund Bruno auch mit im Gepäck. Der Vierbeiner ist der 25-Jährigen sehr wichtig. Lass vorgehen. Hast du alles selber eingerichtet, oder? Ja. Auf jeden Fall sehr ordentlich. Hast du extra aufgeräumt oder ist es immer so? Ist immer so ordentlich bei mir. Tatjana und Dennis mögen sich sehr gern. Tatjanas Gefühle sind bislang eher freundschaftlicher Natur. Obwohl sich Dennis alle erdenkliche Mühe gibt. Auch mit Hund Bruno. Dann müssen wir schauen, wo wir den hin platzieren, weil das ist dann sein Stammbettchen, wo der dann jede Nacht schläft. Ja, können wir uns einen Platz suchen. Entweder Wohnzimmer, Schlafzimmer. Schlafzimmer wäre super, der schläft immer bei mir. Na, dann links. Ich schlaf rechts, du schläfst links und dann neben den Hund. Okay, ja, dann muss ich mir das mal anschauen. Das ist genau das. Ich habe hier eine Rechts-Links-Schwäche. Das wäre gut. Also rechts, links. Da, links mal. Bei dir. Nee, eigentlich könnte der hier schlafen. Dann nehmen wir den Stuhl da weg und dann. Genau. Okay. Sie hat mir erzählt, dass der Hund die ersten 30 Minuten halt sehr wild ist und rumspringt und aufgeregt ist. Er ist 2 Jahre alt, kein Wunder, ist ja klar. Und mal gucken, also ich werde dafür sorgen, dass er halt, ich werde ihn versuchen zu erziehen, was ich kann. Mal gucken. Raus, ab, komm, Bruno. Ab. Nein, Bruno, raus, nicht für dich. Nein, nein, Bruno, nein, raus. Jetzt können wir wahrscheinlich jeden Tag saugen, ne? Ja, so. Definitiv. Hund Bruno bringt den Haushalt der Frischvermählten schon jetzt durcheinander. Bruno, komm mal runter, genau. Das Tabu da oben, ja? Ich habe sie jetzt genau im Gesamtpaket. Ich mag sie gerne, Tatjana. Und ich hoffe, das wird kein Problem mit dem Hund. Ich würde mit dem Gedanken niemals, selbst wenn du wirklich der perfekteste Partner der Welt für mich wärst, der Gedanke, dass ich meine Tiere für mein persönliches Glück aufgegeben habe, das würde mich nicht mehr glücklich machen im Leben. Diese klare Aussage muss Dennis erst einmal sacken lassen. Der sonst so fröhliche Ehemann wird nachdenklich. Ich würde gerne versuchen herauszufinden, wie sie jetzt zu mir steht, also wie, was sie jetzt denkt über uns beide. Ich weiß es halt nicht, ich kann sie schwer einschätzen. Auf einen erfolgreichen Zusammenzug. Genau, auf die nächsten 5, 6 Wochen, auf uns auch. Ja, Prost. Prost.